Hallo und herzlich willkommen zu No One Survived. Wir sind am Tag 33 im Jahr 1. Es ist minus 25 Grad, kurz vor 6 Uhr morgens. Und ich habe mir mal ein paar Tage Zeit genommen, um genau zu sein, 2 oder 1,5, um einfach mal hier noch ein paar Pilze zu sammeln und ein paar Kräuter. Denn da hieß es, die wachsen im Winter nicht. Also ich habe jetzt noch vor, also die Nacht habe ich noch welche gefunden hier. Trotzdem, obwohl wir am Tag 33 sind, aber das muss auch nichts heißen. Vielleicht hat das Spiel das noch nicht umgestellt auf Winter. Wie auch immer. Ich habe auf alle Fälle noch was gefunden. Ich habe mir eine ganze Menge Essen gemacht. Ich konnte mich hoch pushen wieder. Unsere Werte sind relativ zufriedenstellend. Ich habe hier noch was mit. Das verdirbt auch bald. Ich habe ein bisschen Munition mit. Ich habe die 9 mm dabei. Ich habe mir einen neuen Bogen gemacht. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das probiert, mit Leder zu reparieren. So hieß es ja wohl. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Ja, was soll ich sagen? Niemand ist perfekt. Ich habe mir einfach einen neuen gemacht. Wir haben genug Leder. Und naja, falls jemand sich da nochmal genötigt fühlt, mir nochmal den Tipp zu geben, wie ich das repariere. Ich habe es in der Werkbank probiert. Ich habe es im Inventar, im Rucksack probiert. Ich habe es hier in der Leiste probiert. Keine Ahnung, es ging nicht. Vielleicht kann man den auch nicht reparieren, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir gehen heute in die Stadt. Ich habe vor, und zwar habe ich vor, hier dieses Haus und dieses Haus zu looten. Dort soll es spezielle Sachen, medizinische Sachen geben, laut der schönen Map-Liste. Und da wird man gerne mal nach dem Rechten schauen. Wenn wir noch Zeit und Lust haben, können wir noch mal in das Café einkehren und ein bisschen was an Nahrung holen. Vielleicht sind noch ein paar Konservendosen übrig. Problem ist an der ganzen Geschichte, das ist natürlich immer ja, so eine Sache. Momentan brauchen wir es rein theoretisch nicht. Praktisch wimmelt es dort von Crawlern und sonstigen, ja, Gefleuch und Kreuch und naja. Ist nicht ganz so einfach. Ich würde sagen, wir machen mal durch die Winterlandschaft einen kleinen Schnitt, bis wir vorne sind. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, wir sind gleich da. Und auch hier drüben, unsere Freunde sind schon reingespawnt ins Spiel. Also es ist wirklich heftig voll, ne? Ihr wisst ja, die Einstellungen sind auf 3. Also das, was normale Menge ist, mal 3 habe ich jetzt hier eingestellt. Dafür sind sie auf normal. Ja, da kann man Spaß haben mit den Einstellungen auf jeden Fall und sich da ein bisschen austoben. Wir haben übrigens die Version 0.4.7, die ist am 11. Juli jetzt reingekommen ins Spiel und das bedeutet ganz einfach, es gab ein paar Bugfixes auf jeden Fall. Da haben sie ein bisschen was gedreht und das ist auch gut so. Und die haben natürlich, was jetzt die Haupteigenschaft ist und ich habe es noch nicht, ups. Ich habe es noch nicht getestet. Was macht er denn jetzt, hä? Okay, ich habe es noch nicht getestet. Es gibt jetzt die First-Person-View. Die wurde sicher von der Community gewünscht ohne Ende. Und da drückt er einfach die Taste V. Und dann sind wir in der First-Person. Auch eine feine Sache. Ich weiß bloß nicht, ob mir das in dem Spiel hier gefällt, weil es ja doch heftig abgeht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir mal eine Runde. Wenn wir aber vielleicht ein bisschen besser ausgestattet sind, ich weiß es nicht, oder wir schalten einfach mal so um. Ihr könnt euch die Taste auch selber belegen in den Einstellungen. Das V ist nicht unbedingt Pflicht, es ist aber von vornherein gegeben. Na, falls ihr das irgendwie schon anders belegt habt, könnt ihr das gerne abändern. Des Weiteren gab es natürlich noch ein Dynamic Quasi Center. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was es bedeutet. Ich gehe mal davon aus, dass das die Wahrnehmung der Zombies sich irgendwie verändert hat, dass sie ein bisschen so freie Entscheidung haben, was sie so tun und lassen können. Ob das allerdings so richtig gemeint ist, weiß ich nicht. Aber ich habe da mal so eine Vermutung in der Richtung. Das würde auch mit dem anderen passen, denn die haben nämlich noch ein, wie heißt es? Eine optimierte AI-Wahrnehmung. Also eine. Die Wahrnehmung der Zombies wurde optimiert. Jetzt haben wir hier einen Wintersturm. Das ist ja was, was ich gar nicht brauche. Wie sieht es mit dem Wetter aus? Okay, 22 Grad minus, das ist okay. Bis 36 oder so sind wir relativ gesichert. Ja, und diese Wahrnehmung. Auch jetzt kommt er hier.
Okay. Ja, der ging ja vom der Sache her. Na. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Wolf? Nee. Also mir wäre es eigentlich lieber, ich wäre noch bis in das Häuschen gekommen, aber es scheint wohl nicht so zu sein. Wir werden mal schauen, ob wir es bis hinschaffen. Hier drüben war ja der Parkplatz auch immer rammelvoll mit diversen Freunden. Da muss ich mal schauen, ob wir nicht vielleicht hier ein bisschen schleichen. Und das vierte ist, der Rückstoß von den Waffen wurde geändert. Ich glaube, die sind jetzt nicht mehr so heftig im Rückstoß, dass man da sagen kann, okay, wir können... Wir können die Waffe besser halten, wenn wir mal ins Dauerfeuer oder so gehen, ne? Das ist natürlich auch eine feine Sache. Ja, Winter ist was anderes, ne? Oh, ne. Hat die mich? Die hat mich. Die steht auch wieder auf, ja. Da will ich eigentlich jetzt nicht hingehen. Ja, aber gut. Ja, ich habe Pi mal Daumen, würde ich sagen, habe ich so etwas über 60 Pfeile dabei. Und das müsste das Haus sein, was wir brauchen. Ja, wie gesagt. Schauen wir mal. Also, was suche ich? Ich suche eigentlich was zum Handeln, das ist sehr gut. Und ich suche vor allen Dingen hier Penicillin und sowas. Das soll in diesen Häusern sein. Wir haben in der letzten Hurde-Nacht gemerkt, dass wir, was das angeht, absolut unter, ja, prädestiniert sind. Nennen wir es mal so. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die zum Fenster reinschauen können. Das ist alles so eine Sache. Ja. Das ist, wird also heute eine Loot-Runde. Ich suche halt Penicillin, um es ganz klar zu sagen. Oder diese Viralblocker. Ich glaube, die Viral-Sache hat uns ja umgelegt, weil der uns schön infiziert hatte. Und wir haben hier sogar noch, man soll es nicht glauben, wir haben hier sogar noch Essensdosen. Ich würde gleich mal schauen, was die noch haben. Oh, die sind schon fast... Eieieiei. Ja, das bringt eigentlich gar nichts, ne? Ich nehme mal das hier. Ja, jetzt haben wir das, was ich nicht wollte. Aber gut, dann ist es so. Und das bringt uns das nochmal. Das ist jetzt out, dann ist das weg. So. Okay, das ist zu groß. Dann können wir das hier hochschieben. So, ich glaube das... Nee, das hat man noch nicht. Das ist ja ein Ding. Okay, gut. Ja, und so sieht's aus, ne? Hätte ich mir gedacht, ich hatte heute eigentlich gedacht, wir gucken mal, ob wir irgendwie an den Autokit kommen. Ne? Also sprich, aber da müssen wir rüber zum Händler und das ist übelst weit. Und im Winter weiß ich nicht, ob das so eine prickelnde Idee ist. Deswegen dachte ich mir, wir drücken uns ein bisschen in der Stadt rum. Oh, das war jetzt nicht so günstig. Hat er uns gesehen? Nee. Dann mache ich mal Tür wieder zu, ne? Der läuft weiter, das ist okay. Ich weiß jetzt nicht, ob der uns sieht, wenn wir hier langlaufen. Dann kloppt er mir die Tür ein, da habe ich jetzt auch keinen Bock. Naja, schauen wir mal. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht was im Badezimmer finden, ne? Kann man eigentlich das hier zumachen? Nee. Das wäre natürlich cool. Oh, Bücher. Bücher. Hm, leider nichts drin. Okay. Ach, herrje, das bringe ich doch nicht. Hm. Warte mal, Schwierigkeit 1, entsperren. Was muss ich hier machen? F drehen. F drehen. Ich habe keine Ahnung. Das
nehme ich mal mit. Habe ich noch einen? Nee. Das ist natürlich auch eine Sache. Ich glaube, das erste Gebäude und wir haben das nicht gefunden, was ich wollte. Hatten wir hier schon ein Badezimmer oder sowas? So, ich würde natürlich gerne hier aussitzen, bis der Schneesturm vorbei ist. Aber ich muss noch mal schauen, ob wir hier noch irgendwo ein Badezimmer haben. Kann da nicht alles sein hier? Habt ihr kein Badezimmer? Was ist das für eine Bude hier? Boah. Oh, das hängt schon wieder. Ah. Verrat mir mal, woran das liegt, ehrlich. Dann sieht es aber bescheiden aus mit Schatten mittig. So, was haben wir noch? Texturqualität mittig. Wir probieren es mal. Irgendwann muss es ja mal laufen. Wie gesagt, es ist nicht im Spiel. Ich habe es nicht im Spiel. Ich habe es nur in den Aufnahmen. Ich sehe es auf dem... Nö. Ist nicht dein Ernst, oder? Da rollen die Köpfe. Oh nee. Danke, dass du die Tür kaputt gemacht hast. Echt geil. Haben wir irgendwie ein Gespür an oder was? Da kommt wieder einer. Kommt denn der her? Aus dem Nachbarhaus? Kann doch gar nicht sein. Das ist eine 120er. Nehmen wir mal mit. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Ne? Ein paar sind schon. Die brauche ich nicht. Kann ich hier rüberklettern? Über die Zäune kann man nicht klettern. Das ist ja die totale Falle. Das artet ja eine Arbeit aus hier.
Okay. Der stört mich ein bisschen. Oh nein, Hund. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Naja, es geht irgendwie zu Ende. Nicht so prickelnd. Ach man. Stück. Was ist denn das hier? Möbelhaus? Okay. Bringt das hier was? Das nehmen wir mal mit. So, wenn ich mich hier hinten ranschleiche, müsste ich ja eigentlich an dem Haus sein, wo ich hin will, ne? Es ist das gewesen und das. Also auf die andere Straßenseite rüber. Leider haben wir nichts gefunden. Das war nicht so. Aber es ist ja auch immer ein bisschen random, ne? Dass du da. Entweder hast du Glück oder hast du nicht. Psst. Nicht so laut. Kommt der nächste. Rucksäcke. Hier müsste auch gleich der Hund kommen, ne? Da ist er schon. Mensch, nimm die Waffe! Wo ist er denn? Mistvieh. Jetzt haben wir geschossen, jetzt haben wir sie alle an der Backe, ne? Genau. Ja, ja. Okay, warte mal, da können wir vielleicht gleich mal ausladen. Wir sind ja sowieso auf der anderen Seite, dann können wir mal den Wagen vorholen. Ja, läuft nicht so, wie ich mir das gedacht hatte, dass wir jetzt was finden. Aber wir haben es zumindest probiert. Und wie sieht's aus? Werte sind okay. Eine Tablette hatte ich, die hatte ich extra rausgetan. Also hier diese Heilung für den. Der ist schon wieder da, ne? Das ist der, den wir von uns umgelegt haben. Die hatte ich rausgetan, weil ich gedacht habe, die brauchen wir vielleicht nicht. Naja, gut. Es geht ja irgendwie auch ohne. Ja, apropos, ich habe übrigens einmal das Landwirtschaftsbuch gelesen, das was wir da haben. Die erste Stufe. Das heißt, wir haben auch in der Landwirtschaft jetzt bessere Skills. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Wo ist es? Landwirtschaft hier, Skill 1. Leider hat man da bloß ein Buch, aber das habe ich mal gestern im Verlauf mitgelesen, wo ich mir halt, wie gesagt, Essen besorgt habe. Ich habe ein Reh gejagt, ich habe Pilze und Kräuter mir gesucht und dann habe ich noch ein Reh gejagt, weil es gerade daneben stand und ja. Und schon hatten wir genug Fleisch, dass ich mir jede Menge Essen machen konnte. Ich denke mal, es wird nicht ganz so gut laufen. Ich hätte nicht alles jetzt so zubereiten sollen, denn das Fleisch hält sich ja bedeutend lange, wenn das geräuchert ist. Und ich habe das alles geräuchert, habe es dann aber gleich umgewandelt und von daher war es nicht ganz so sinnvoll vielleicht. Aber unterm Strich hat es ja vielleicht doch was gebracht. Nun, was wollte ich? Viralblocker und Antibiotika. Beides haben wir noch nicht gefunden. Ich vermute hier in dem Haus. Da ist es zumindest laut Karte angegeben. Können wir was finden? Krankenhaus wäre natürlich auch eine Idee, aber Krankenhaus ist jenseits von Gut und Böse. Das wissen wir alle. Na. Okay. So, sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier ein bisschen vonstatten kommen. Ich habe noch 22 Schuss.
hier rum. Okay. Wo ist denn... Achso, den Hund hat man umgelegt, ja. Ja, ja, so kann's gehen. Jetzt hat die aufgehört, hier an der Ecke? Was ist das für eine? Neue Wegfindung. Okay, ihr seht auch, mit den... Ja, mit den Sachen kommst du hier einfach nicht weit, ne? Und hier vorne müsste das Café sein. Ist das sogar das Café hier vorne? Mal kurz auf den Plan geschaut. Das Café ist hier. Ne, da sind wir noch ein ganzes Stück weit weg. Okay, befriedet. Auch befriedet. Und auch befriedet. So, dann schauen wir hier nochmal rein. Ich bin ja schon mal froh, dass zumindest hier keine drin sind. Das würde irgendwie hässlich werden. Wärmetauscher, den brauchen wir. Warte mal, für was brauchen wir? Den Kühlschrank oder so? Ich nehme den mal mit. Ja, von den Werkzeugkisten haben wir ja schon eine ganze Menge. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch mal welche zum Tauschen für so ein Fahrzeugset nehmen. Aber wenn es jetzt hier nicht klappt, dann mit den Viralblockern müssen wir vielleicht mal woanders hin. Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können mal zu unserer alten Basis zurückkehren, dort unser Zeug holen. Wir können mal zum Flugzeug, da gab es noch Waffen, die wir noch holen können. Wir haben noch die Möglichkeit... selber ins Krankenhaus zu gehen, aber das ist schon eine heikle Geschichte, finde ich. Oh, wir sind voll. Schlecht. Die Lit. So, bisschen hier Tetris. Dann klappt das auch. Sehr gut. Ja, ansonsten müsste ich was da lassen, was mal vielleicht gerade nicht brauchen. Heißt ja nicht, dass wir hier nicht wiederkommen können, ne? Trotzdem, dass das hier kein Bad hat. Also ich habe zumindest keins gesehen. Sehr putzig. Auch keine Bücher drin. Hm. Naja. Unser T-Shirt ist ja... glaube ich, irgendwie verschütt gegangen, ne? Aber das brauche ich eigentlich auch nicht, ganz ehrlich. Warte mal, das war das Falsche. Hier. Schalldämpfer für Maschinenpistole. Aha. Kompensator für Maschinenpistole, okay. Zeichnung eines Metallbogens. Oh, Wartungsanleitung für Ölabsauger. Na, das ist mal was Feines. Okay. Weißt du, würde ich eigentlich nur ungern hier lassen. Naja gut, dann ist das so. Das brauche ich auch nicht. Okay, schauen wir mal auf die Karte. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit hier in das Café. Hier kommst du runter. Nee, das Café ist sogar hier drüben. Oh wow, das sind ja noch zwei Häuserblöcke. Und meine Pfeile, was sagen die hier? Hm? Die sagen, mach mal. Naja. Für den Notfall.
Mal gucken, ob wir hier noch was Schönes finden. Naja. Weißt du, die sind sowieso schlecht. Ich habe sowieso schon eine Vergiftung, also was soll's. Zu Hause können wir das kurieren. Esse ich mal beides. Dann sind meine Werte wenigstens top. Was ist mit dir los? Mensch. Alter Schwede. Nee, du kannst mich mal. Ich habe hier vorne zu tun. Wird das schon wieder dunkel? Oh, wir haben es schon wieder Abend. Du, das glaubst du nicht. Guck mal, Markentabletten verwenden. Und schwuppdiwupps. Erledigt. Siehst du? So kann es passieren. So, da drüben ist die Brücke, wo man... Ja... Weißt du was? Ich mache jetzt mal den Flitzer hier. Ich mache mal ganz kurz eine kleine Einstellung an der Helligkeit. Hier schönes. Kommen wir schon mal rein. Oh wow. Echt? Vielleicht haben die ein Autoreparaturkit. Nicht wirklich. Schönes Gebäude, ehrlich. Da kriegst du nochmal nette Sachen hier. Kann ich aber gerade nicht mitnehmen und ich habe mich ein bisschen verfranst. Hier oder hier müsste es sein? Ich dachte hier. Und da kommen wir in den Bereich von dem kräftigen Zombie. Den sind wir nicht gewachsen, definitiv nicht. Der müsste aber eigentlich da hinten an der Kreuzung sein. Kann man sich hier einrichten? Cool. Soll das das Café hier sein? Na klar. Das ist das Café, okay. Muss mal leise sein, hier ist irgendwo ein Crawler in der Nähe, ne? Wie war das mit Essen im Café? ich habe zwar kein Geld, aber ich könnte hier mit Motorteilen und sonstigen bezahlen. Schön. Da verlässt du dich hier drauf. Also hier ist nichts. Wieso ist hier nichts? Was ist das? Auch nichts. Der Hundenapf. Das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Also da gehe ich nicht lang. Irgendwo ist hier nämlich der Crawler. Und den brauche ich nicht. Da habe ich weder genug Munition noch Lust und Zeit dazu. den können wir uns kümmern, wenn wir in Munition schwimmen.
Ja, hier vorne möchte ich auch nicht rausgehen, da ist auch alles voll. Also auf der Karte ist verzeichnet, dass es da Essen gibt. Sehr seltsam. Nein! Wieso war der denn jetzt so schnell auf einmal? Gut. Netter Ausflug, hat bloß nie viel gebracht, ne? Oh, hier. Leichte Grafikfehler. Ich würde ja lachen, wenn wir jetzt hier ein Autoreparaturkit finden. Also, man findet ja in der Stadt alles. So ist es zumindest beschrieben und das wurde ja auch mal bestätigt in den Kommentaren. Irgendwer klopft hier. Hier, der dort. Ich sehe euch nicht, ihr seht mich nicht. Können wir darüber reden? Vergiss es. Das mit der Pistole ist total Banane irgendwie. Ups. Ich bin's nicht. Das sind die anderen. Wie viel haben wir noch? Ich komme hier nicht klar. Okay, wir sind alle. Naja, gut. Das ist eben, wenn du so viel Lärm machst. Ne? Ich bräuchte für die Waffe einen Schalldämpfer. Und für die andere natürlich auch. So, damit mir erstmal ein bisschen leichter sind, würde ich mal hier ein bisschen was ausladen. So, langt. Ja, wie liegt man denn in der Zeit? Ich denke ganz gut, da würde ich sagen, ich bewege mich zurück. Ich habe nicht das gefunden, was ich wollte. Das heißt, wir werden wohl einen anderen Ausflug machen müssen. Ja, und dann ist es das. Ne? Lässt sich nicht ändern. Gut, dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich laufe jetzt zurück und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und auf bald.